Die Welt verneigt sich ein letztes Mal vor einem der größten Magier der Welt, Siegfried Fischbacher. Er und sein Partner Roy kamen als einfache Auswanderer nach Amerika. Dort wurden sie zu Superstars. Ihre Bühnenshow ist weltberühmt und unerreicht. Doch ihr wahres Leben ist die eigentliche Magie. Das Geheimnis ihrer einzigartigen Karriere. Gleich. Er hat uns so viele zauberhafte Momente beschert. Er, der kleine arme Junge aus Rosenheim, hat uns durch seine märchenhafte Geschichte wieder an Träume glauben lassen. Die ganze Welt verneigt sich diese Woche noch einmal vor einem ganz besonderen Menschen. Siegfried Fischbacher. Ich bin sehr traurig, Hannelore auch, und wir haben wieder einen Freund verloren. Ja, Siegfried und Roy sind die Helden unserer Kindheit. Wir sind mit ihnen aufgewachsen, als zwei deutsche Superstars in Las Vegas. War es unmöglich, dahin nicht aufzuschauen. Zu diesen heroischen Gestalten. Siegfried als auch Roy waren bodenständige Menschen, trotz ihres harten Erfolges, den sie ja, die haben ja nicht 8 Stunden, 5 Tage gearbeitet, die haben 14, 15, 20 Stunden gearbeitet. Und trotz des Erfolges blieben sie immer menschlich und mit den Füßen am Boden. Und das war das Tolle. Und die Amerikaner liebten sie. Und es war immer ein Muss, wenn man nach Las Vegas ging, dass man diese Show als erstes sieht. Jetzt sind Siegfried und Roy wieder vereint. Im Himmel war es bestimmt ein magischer Moment. Auch wenn es bedeutet, dass einer der größten Magier unsere Welt für immer verlassen hat. Vor gerade einmal 8 Monaten ist Roy an Corona gestorben. Siegfrieds unglaublich berührende Worte damals: Roy ist jetzt drüben angekommen und bereitet dort alles für mich vor. Das hat er mir so versprochen. Ob er damals ahnte, dass er ihm so bald folgen würde? Alles hat seine Zeit. Das war Siegfried Fischbachers letzter Satz in der Öffentlichkeit. Am Mittwochabend war seine Zeit gekommen. Er hat noch einmal mit seiner Schwester telefoniert, mit ihr gebetet. Dann schlief einer der größten Magier für immer ein. Erst diese Woche wurde bekannt, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs litt. Selbst für seine Freunde war er nicht mehr erreichbar. Da ging die Haushälterin dran und hat gesagt, er ist noch nicht da, ist im Secret's Garden. Aber es ist ja auch logisch, wenn ich so krank wäre, da würde ich mich auch verleugnen lassen. Siegfried Fischbacher wurde 81 Jahre alt, aber sein Lebenswerk, die einmalige Magie von Siegfried und Roy, ist längst zur Legende geworden. Denn die Erfolgsgeschichte der jungen deutschen Auswanderer, die es geschafft haben, in Amerika zu Weltstars zu werden, wird die Menschen noch ewig faszinieren. Sie lebten mitten in der Wüste in Las Vegas. Für uns öffneten sie einst exklusiv das Tor zu ihrer magischen und für viele bombastischen Welt. Sie haben uns damals an ihrem außergewöhnlichen Alltag teilhaben lassen und für uns das Geheimnis ihrer märchenhaften Geschichte entschlüsselt. Es ist die Geschichte zweier Deutscher, die die Könige von Las Vegas wurden. 40 Jahre lang verzaubern sie die Welt. Über 25 Millionen Menschen sehen ihre Shows. Es ist die Geschichte des größten Erfolgs im Vegas-Showbusiness. Die Show war unglaublich. Diese beiden auf der Bühne, das war einfach einzigartig. Roys Verhältnis zu den Raubkatzen ist ein wahr gewordener Kindheitstraum. Er macht sein Zuhause zu ihrem Zuhause. Ob in Little Bavaria oder im 10 Millionen Dollar teuren Jungle Palace. Give me a nice smile. Roy hat ja einen unheimlich engen und tollen Kontakt zu seinen Tieren. Bis hin, dass er ihnen einen Kuss gibt. Das ist nicht normal. Das ist unnormal. Das ist Roy.
Die Liebe zwischen ihm und den Tieren berührt die Menschen tief in ihren Herzen. Das absolute Highlight ist Abend für Abend die Ehrenrunde Reus mit seinem Lieblingstiger Montecore. Ganz dicht an den Zuschauern vorbei. Das war ja wirklich unfassbar und so unwirklich und doch so nah. Also das war ganz toll. Hut ab für Siegfried und Roy, was die gemacht haben, ist unglaublich. Bis zu Roys tragischem Unfall, ausgerechnet mit seinem Lieblingstiger Montecore. Vor den Augen der Welt veränderte sich das Leben von Siegfried und Roy für immer. Roy erlitt mehrere Schlaganfälle, war sogar eine Minute klinisch tot. Ausgerechnet die Workaholics, die ihr Publikum so liebten, mussten sich zurückziehen. Erst nach Jahren traten sie wieder öffentlich auf. Es sind die schlimmsten Stunden meines Lebens, wird Siegfried später sagen. Schlimm auch für viele andere. Schlimm für eine ganze Stadt. Vegas ist nicht mehr Vegas, wie das war. Das war immer, die Sonne war immer auf Siegfried und Roy. Und dann war da auch ein bisschen Licht zum die Kollegas. Aber gerade ist die Sonne weg. Und es ist nicht so, dass da mehr Licht zum die Kollegas gegangen war. Das ist weg. Das ist weg, weil die weg sind. Siegfried und Roy haben Showgeschichte geschrieben. Sie wurden Weltstars, weil sie an ihre Visionen und Fantasien glaubten, die sie schon als Kinder hatten. Und als Erwachsene haben sie ihre Träume verwirklicht. Beide stammten aus ärmlichen Verhältnissen. Der kleine Roy hatte mit seinem Vater ebenso Probleme wie Siegfried. Beide Väter waren vom Krieg gezeichnet, beide waren starke Alkoholiker. Für einen kleinen Jungen wie mich, der sehr sensibel war, war das schwierig, mit fertig zu werden. Als sein Stiefvater aus dem Krieg zurückkam, gab es immer öfter schlimme Vorfälle. Er terrorisierte die Familie, wurde sogar gewalttätig gegenüber Roy und seiner Mutter. Roys einziger Verbündeter in dieser Zeit wird sein Hund. Er hatte ein wunderbares Tier, sein Hund Hexe, der halb Wolf, halb Hund war. Dieses Tier wurde für Roy zum Beschützer vor seinem Stiefvater. Der hatte Angst vor dem Hund. They told me I had a great smile, but I didn't smile inside, because with the drama that was going on at home, I was ashamed of it. I wouldn't want to tell anybody. With my animals, I could be just be myself. I didn't have to pretend anything. Siegfried hat niemanden, auf den er sich verlassen kann und der ihm Liebe schenkt. Seine Mutter ist nie zu Hause, für seinen Vater existiert er kaum. Ich habe kein gutes Verhältnis gehabt. Ich konnte es nicht verstehen, dass er meiner Mutter so viel Sorgen und uns, die Familie. Ich habe ja praktisch meinen Vater nie nüchtern gesehen gehabt und so. Auf der Bühne hat Siegfried versucht, sich diese fehlende Liebe zurückzuholen. Ich habe ja keine Anerkennung eigentlich von Kindheit aus gehabt. Das hat es bei uns nicht gegeben, ein Loben oder sowas oder gern haben und so. Nein, 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 nein. Durch einen Zufall hat der achtjährige Siegfried den ersten magischen Moment seines Lebens. Wie ich das erste Mal ein Zauberbuch in einem Buchladen gesehen habe, konnte mir das nicht leisten. Es kostete 5 Mark zu der Zeit. Es war unmöglich für mich. Aber ich habe nie in meinem Leben mehr etwas so stark mir gewünscht wie dieses Zauberbuch. Dann passierte ihm etwas Unglaubliches. Als er den Laden verlassen hatte, fand er die ersehnten 5 Mark auf der Straße. Für mich ist das Magie, als ob ein Schutzengel über ihn wachen würde. Natürlich zaubert ihn das Buch nicht sofort auf die großen Bühnen der Showwelt. Doch Siegfried glaubt fest daran, dass Magie irgendwann zu seinem Leben wird. Mein Hobby, das wurde zur Leidenschaft. Denn die Leidenschaft, na, das war geboren, wie ich meine ersten Zaubertricks meinem Vater vorzeigte. Ne?
mein Vater das erste Mal mit mir gesprochen, sagte: Siegfried, wie hast du das gemacht? Und ich habe mich stolz gefühlt, weil mein Vater zu mir gesagt hat: Wie hast du das gemacht? Na, diese fünf Worte, das hat mein Leben verändert. In Roys Leben werden die Tiere immer wichtiger. Durch Freunde seiner Mutter hat er freien Eintritt in den Bremer Zoo. Hier lernt er nach Hund Hexe seinen zweiten engsten Vertrauten kennen, Gepard Chico. Er liebt seine Tiere und seine Tiere lieben ihn. Wenn man bedenkt, wie Roys Kindheit gewesen ist, dann versteht man die innige Beziehung zu den Tieren. Der Zoo war für ihn wie eine Schutzzone, eine Art Oase, in der er sich verstecken konnte. And I'm sure it was a bit of a safe haven because he also found an oasis for himself. Roy merkt, dass ihm der Gepard vertraut. Er hat einen Seelenverwandten gefunden. It doesn't matter how far he's walking, if he's never far enough. Because neither one of us is happy to go back where we came from. Bis er mit seinen Tieren endlich in Freiheit leben konnte, hat es lange gedauert. Roy hat eine Verbindung zu Tieren, wie sie nicht viele Menschen auf der Welt haben. Roy hat diese Gabe. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Er hat diese Gabe. Dass dann ausgerechnet Roys Lieblingstiger ihn fast tötet, scheint viele Skeptiker zu bestätigen. Montecor, eine Bestie, schreiben viele Zeitungen. Ein Tiger auf der Anklagebank. Siegfried und Roy in Las Vegas. Roy am Arm von Siegfried. Zwei Freunde, die zusammenhalten. Roy ist Schlaganfallpatient. Seine linke Körperhälfte ist gelähmt. Auch 10 Jahre nach dem furchtbaren Unfall sagt er: Es war kein Angriff damals am 3. Oktober 2003. Montecor wollte mich nicht töten. Im Gegenteil, der Tiger wollte mich retten. Okay. Damit die Wahrheit gesagt worden ist. Er hat mich ja nicht angefallen. Sonst würde ich hier nicht mehr stehen. Sondern er hat mich gerettet. Ich habe einen hohen Blutdruck und dann bin ich schwarzfahren geworden, bin umgefallen. Schwindelig geworden. Siegfried und Roy geben zu, es gab schon vor dem 3. Oktober 2003 immer wieder Zwischenfälle, die aber alle glimpflich verliefen. Wenn man weiß, was ein Tiger ist eigentlich ein Einzeltier und kommt nur zusammen zur Paarung. Wenn sie dann endlich die Geburt hat, dann schlößt sie auch das Männliche wieder weg. Und sie kann sogar das Männliche können sich töten über die Kleinen. Und das Vertrauen zu Roy, was die gehabt hat, das war etwas, das war für mich ein Wunder. Los, guck mal. Sie nimmt den Jungen auf und wurde weg in Sicherheit. Sie hat mich weggetragen hinter die Bühne. Er würde mich nie angreifen. Er ist mein Bruder. Montecor wollte Roy beschützen wie ein Muttertier sein Junges, sagt Roy. Tatsächlich packt eine Tigermutter für gewöhnlich beherzt an Hals und Nacken zu, wenn sie den Nachwuchs durch die Gegend trägt. Roy und Montecor. Das war eine ganz besondere Beziehung. Im Gruppengefüge der weißen Tiger hatte Montecor eine Sonderstellung, weil ihn Roy wie eine Mutter mit der Flasche aufgezogen hatte. Wie die Mutter geboren hat, die hat 5 Kleine gehabt und nicht genug Milch für den 5. Das war Montecor. Und da hat er Mund-zu-Mund-Atmung gemacht. Ich glaube, das hat Montecor sein ganzes Leben auch nie vergessen. Die beiden hatten immer diese Verbindung. Montecor war ein Baby, als Roy ihn gerettet hat. Montecor gab ihm diese Liebe zurück. Montecor beschützte ihn nach dem Schlaganfall auf der Bühne. Bevor Roy das Bewusstsein verlor, war das Letzte, was er sagte: Lasst Montecor leben. Er darf nicht eingeschläfert werden. Jeden Tag bin ich natürlich ins Hospital, ein paar Mal hin und her. Und dann bin ich mit meinem kleinen Turmband dahin. Und er war angeschlossen, kein
Augenblick, irgendeine kleine Bewegung, nichts, nichts. War ja nichts da. Und da habe ich die Musik spielen lassen. Meditation of Ties, das ist ein Violin-Solo. Und ich spiele das und ich gucke ins Gesicht. Und da sehe ich eine Träne, die da einfach runterläuft. Ne? 40 Jahre lang waren sie die berühmtesten Magier der Welt. Über 40 Jahre lang die engsten Freunde. Plötzlich wird Siegfried eine furchtbare Erkenntnis zuteil. Nicht nur die Show könnte vorbei sein, sondern das ganze gemeinsame Leben. Siegfried tat mir zum Teil manchmal noch mehr leid, weil er wusste ja, was passiert. Er konnte das alles mit ansehen und manchmal ist Geld eben nicht alles. Siegfried war am Ende dann auch in dem Moment alleine und hatte dann auch seinen Partner nicht, mit dem er das besprechen konnte. Ich glaube, das war eine sehr, sehr harte Zeit, eben nicht nur für den verletzten Roy, sondern auch ganz entscheidend für Siegfried. Siegfried und Roy wollten aufhören. Sie hatten zwei Shows jeden Tag gemacht, 7 Tage die Woche, 30 Jahre lang. Die beiden waren erschöpft. In so mancher Show mussten sie an ihre körperlichen Grenzen gehen. Jetzt sollte Schluss sein. Vielleicht ist einfach auch irgendwann mal der Moment da, da sagt man, ja, man steht hier jeden Abend auf der Bühne und es ist jeden Abend großartig, was die Leute da zu sehen bekommen, aber was habe ich eigentlich von meinem Leben? Und als ich die beiden nach dem Unfall damals getroffen habe, da hat Siegfried zu mir gesagt, weißt du, das Komische ist, ich weiß manche Dinge gar nicht, wie sie gehen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man ein Auto tankt. Ich weiß überhaupt nicht, wie man in einem Supermarkt etwas einkauft. Das hatte er in seinem Leben nicht gemacht. Und die wollten einfach auch, wenn es nur ein kleines Stück Normalität mehr ist pro Tag, aber das wollten die haben. Und dass gerade dann, in diesem Moment eben dieser schreckliche Unfall passiert, das ist natürlich auch traurig. Die Nachricht, dass Siegfried und Roy aufhören wollten, schlug bei den Besitzern vom Mirage Hotel ein wie eine Bombe. Ohne die Zugpferde Siegfried und Roy stünde das Hotel vor dem Ruin. Das Management setzte sie unter Druck. Ihr müsst weitermachen, sonst gehen wir pleite, hieß es. Wir wollten eigentlich aufhören. Ich habe gesagt, no, ich schaffe das nicht mehr. You know? Ich kann das nicht mehr zweimal am Abend. Die Verhandlungen zogen sich hin. Wir haben das 30 Jahre gemacht, wir haben alles erreicht. Aber der Boss hat gesagt, nein, du sollst noch für 1 Jahr oder 2 Jahre einen Vertrag machen. Hat der Roy ganz eine Show mit denselben Bedingungen, was wir zuvor gehabt haben. Aber nur eine Show. Ich habe gesagt, das ist ja unmöglich, das gibt's nicht, das könnt ihr nicht einbringen. Doch die Mirage-Leute gingen darauf ein, auch wenn es sie viel Geld kostete. Und die erste Abend, dass ich eine Show gemacht habe, war die Abend der Unfall. Ausgerechnet an diesem Tag, am 3. Oktober 2003, passiert die Katastrophe. Eines ihrer Tiere gerät außer Kontrolle. Das, was all die Zeit nie geschah, passierte ausgerechnet jetzt, als die beiden eigentlich aufhören wollten. Als sich alles ändern sollte. Mehr Freizeit, weniger Stress. Und ihr Leben änderte sich tatsächlich. Nur ganz anders als gedacht. Alle Hindernisse, die mir im Weg sind, die kommen mich weg. Und so soll es ja für jeden sein, der entweder einen Schlaganfall oder einen Stroke gekriegt hat. Nicht in die Kasse und sagen, oh, ich gebe jetzt auf. Jeden Tag 1000 Schritte machen, das ist die ich angenommen habe. Ich bin gesegnet mit einem magischen Leben. Und da bin ich dankbar für. Und diese Dankbarkeit will er noch mal seinem Tiger gegenüber zeigen. Roys ausdrücklicher Wunsch, die Begegnung mit Montecor. Roy will seinem geliebten Tiger wieder ganz nah sein. Ohne schützende Gitter oder Sicherheitsabstand. Roy will zeigen, dass Montecor stets sein Freund und nie sein Feind war. Dazu aber später mehr. Die weißen Tiger von Siegfried und Roy. Sie sind das Markenzeichen der deutschen Megamagier, machten mit ihnen zusammen Weltkarriere und wurden zum Mythos. Die Bilder aus Roys Privatarchiv
verzaubern seit 30 Jahren die Menschen und lassen sie immer wieder staunend über seine Beziehung und seine Liebe zu den wilden Raubkatzen. There we go, yeah, and I love you too. Das ist eigentlich so unwirklich, das ist irgendwie sowas, es hat aber was unglaublich Faszinierendes dadurch. Keiner lebte mit ihnen wie er. Und sie vertrauten ihm dafür von der ersten Sekunde ihres Lebens an. Das war ja so, als ob Roy der Vater von den Tigern wäre. Also das war ja wie so eine Familie. Diese tiefe Verbundenheit konnte auch der schreckliche Unfall nicht zerstören. Wie entstand diese besondere Beziehung? Warum war sie so einmalig? Wie gefährlich war sie? Und wie entstand die Idee, Zaubertricks mit Raubkatzen aufzuführen? Um dieses Geheimnis zu lüften, machen wir eine Reise in die Vergangenheit. Denn der Ursprung liegt verborgen in Roys schwieriger Kindheit. Sein Album zeigt, seine besten Freunde waren schon damals die Tiere. Viel Zeit verbrachte er im Bremer Zoo und fand dort seinen besten Freund, den Geparden Chico. Die einzigen, die ihn wirklich so genommen haben, wie er war, sind halt die Tiere gewesen. Und ich glaube, das ist auch, das erklärt, warum er diese besondere Bindung zu Tieren hat. Ich wollte eine Welt finden, die heile war. Und deswegen bin ich mit 13,5 Jahren von zu Hause weg. Dieses Schiff sollte sein Ticket zur Freiheit sein, die TS Bremen. Roy wurde Page und durch einen unglaublichen Zufall arbeitete auch Siegfried als Steward auf demselben Schiff. Aber es war Bestimmung, ich glaube ganz fest. Jeden Abend unterhielt Siegfried die Kreuzfahrtgäste mit seinen Zaubertricks. Die Originalbilder zeigen, ohne Roy. Doch das Schicksal führte die beiden zusammen. Und ich ging die Gangway runter und da kam Roy. Und ich sag zu mir, ihm Servus. Dann hat er mich ganz groß angeschaut. Dann sag ich, du kannst du mir heute Abend da helfen? Und das war so unser Anfang. So begeisterten sie zum ersten Mal gemeinsam ein Publikum. Noch ohne Raubtiere, doch diese einfache Zaubernummer war der Anfang ihrer einzigartigen Karriere. Denn Roy machte einen unglaublichen Vorschlag, auf den Siegfried wohl nie gekommen wäre. Er sagt, was du mit dem Kaninchen gemacht hast, kannst du das auch mit einem Geparden machen? Und ich sagte, Geparden, ich habe keine Ahnung davon, von was er redet. Aber ich habe ganz selbstbewusst gesagt, in der Magie, alles ist möglich. Er muss aber nicht den Geparden zu Hause haben. Und er ahnt auch nicht, dass Roy seinen Plan tatsächlich umsetzt. Schon beim nächsten Landgang schmuggelt er seinen Chico an Bord. Und das, obwohl ein Raubtier auf einem Passagierschiff ein unkalkulierbares Risiko ist. Er kam zu mir rüber und sagte, komm mal eben zu mir auf die... das Schiff schon rausgefahren ist. Ich habe gewartet, bis wir hohe See waren. So Notendung kann er zurückbringen. So, und dann kam ich darüber und machte die Tür auf und dann von seinem Bett, da war in seinem Vorhang, Vorhang weg und da war der Geparden. Tja, ich habe natürlich Angst gehabt von dem Tier, aber die größte Sorge habe ich gehabt, was macht, wenn das der Kapitän und die alle erfahren, die schmeißen uns ja vom Bord. Doch nun war der Gepard auf dem Schiff und trotz aller Risiken sah Siegfried die Riesenchance. Es entstand eine Idee, die das Leben der beiden für immer veränderte. Wir haben dann eine Illusion erworfen, die dafür geeignet war. Und ein paar Tage später war unser Auftritt. Die beiden haben sich was getraut, die beiden sind sicherlich auch ein bisschen verrückt gewesen. Illusionen sind schwierig mit Menschen, aber dann mit Tieren ist das noch 10-mal, 100-mal schwieriger. Dann kam der Gepard raus, Chico. Und dann hat das Publikum natürlich getobt. Ja, waren wir vollkommen von den Socken. Sind wir wirklich Zauberer? Ein Gepard, wie kommt das denn noch?
Da waren zwei Magier am Schiff und die haben ein totes Tier erschienen lassen. Es war weltneues. Ja, weil der Turm kann, kann man so erreichen, hatte Goethe gesagt. Wie das Publikum reagiert, wusste ich genau, dass man im Showgeschäft nicht nur gut sein muss, sondern auch einzigartig. Und Roy mit dem Gepard, das hat uns einzigartig gemacht. Da war für die beiden sicherlich auch das Zeichen gesetzt, so, das kann jetzt auch weitergehen und das kann jetzt wirklich der Start zu einer Weltkarriere werden. Eine Weltkarriere, wie es keine zweite gab und die über 40 Jahre dauern sollte. Mit Shows, in denen sie sich immer wieder selbst übertrafen und darum als die besten Magier der Welt galten. Ich habe immer so gesagt, wenn ich immer den Kuchen gebacken habe, also die Ideen und mit der Show und so, der Roy wusste immer, die Kirsche am richtigen Platz draufzusetzen. Und er entwickelte die Chico-Nummer immer weiter. Er fand Tricks mit Tigern, Leoparden und Löwen. Die Raubtiernummern waren von Anfang an ihr Markenzeichen. Es war 1982, als Siegfried und Roy Besuch von dem indischen Fürsten bekamen. Er stellte ihr Leben auf den Kopf. Der Maharaja von Baroda kam und sah unsere Show in Las Vegas. Und er erzählte uns, dass der Maharaja Reva weiße Tiger hat, die vollkommen und davor bedroht sind vor dem totalen Aussterben. Ob wir ihnen helfen würden in diesem Quest, dass für die nächste Generation der weiße Tiger erhalten wird. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Roy noch nie von den seltenen Tieren gehört. Was ihm der Maharaja erzählte, war wie eine Offenbarung für ihn. I was dreaming that my gold tiger was white. And I think it was a dream born out of the need to protect and to care for something who was already extinct in the wild. Und Roys Traum ging nun mit diesen drei Tigerbabys in Erfüllung. Der indische Fürst schenkte ihnen Neva, Chastity und Sitara. Sie wuchsen bei ihnen auf und waren der Anfang einer neuen Ära. Ich denke, dass das ist eines der edelsten Tiere in der Welt. Und wir müssen es lernen, mit unserer Vergangenheit und mit was unsere Zukunft bedeutet, in Harmonie zu leben. Im Garten ihres Jungle Palace, der designt war wie ein indischer Palast, schafften Siegfried und Roy ihren neuen Freunden ein Paradies auf Erden. Wovon kleine Kinder träumen, haben Siegfried und Roy einfach verwirklicht. Wir haben mit denen gelebt, wie andere mit Katzen und mit Hunden. Das sind Familienmitglieder. Der hat mit seinen Tieren telefoniert. Wenn der wegfliegt von Las Vegas, ruft er seine Tiere an. Als Roy mal im Urlaub auf Bali war, musste ich immer mit dem Telefon zum Leoparden gehen und ihm den Hörer ans Ohr halten, damit Roy mit ihm sprechen kann. Die Telefonrechnung war ungeheuerlich. Und das ist wirklich wahr. Vielleicht war es genau diese besondere Art des Zusammenlebens mit den Raubtieren, die im Frühjahr 1986 für ein Wunder sorgte. Die ersten weißen Königstiger von Nevada wurden geboren. Damals, das ist wirklich ein Wunder gewesen. Es war unverständlich. Ich krieg heute noch die Gänsehaut, wenn ich das sehe. Wie sie tatsächlich das erste Baby kam, sie hat es gesäubert und hat es Roy in seinen Schoß gelegt. Das Vertrauen zu Roy, was die gehabt hat, das war etwas, das war für mich ein Wunder. Diese Bilder sind auch für Experten außergewöhnlich. Safari-Park-Direktor Fritz Wurms kennt Siegfried und Roy schon seit den 80ern.
Er zieht selber seit Jahren weiße Tiger und Löwen auf und weiß, wie einzigartig das Verhalten der Tigerin ist. Das bedeutet, wenn ein Tier so etwas macht, dass es ein unheimlich hohes Vertrauen zu diesem Menschen hat. Normal ist eine Tigerin gar kein an ihre Babys dran. Fremde Gerüche dran, kann es sein, dass sie sie umbringt. Roys Beziehung zu den wilden Tieren kann bis heute niemand richtig erklären. Außergewöhnlich ist aber, wie innig sie war. Sein Zuhause war auch ihr Zuhause. Die Türen des Jungle Palace standen immer offen für die Raubkatzen. There we go, yeah. And I love you too. Give me a nice smile, give me a nice smile. Roy hat es mit Sicherheit in seinem Vorleben. Entweder ist er Löwe, Tiger, Elefant oder irgendwas aus diesem exotischen Bereich gewesen. Weil er hat eine Aura, mit solchen Dingen so umzugehen. Man hat so eine tolle Hand auch dafür, alle Dinge auch mit Ruhe zu tun. Der ist in dem Bereich, ich möchte nicht sagen, dass er verrückt ist, aber das ist schon einmalig, was er da alles gemacht hat. Roy sagte einmal, er rede mit seinen Tieren in einer Art Geheimsprache und erklärte, wie sie mit ihm sprechen. Wenn sie knurren, dann sagen sie vorsichtig, nicht weiter mit der Kamera als bis hier. Und wenn sie machen, dann sagen sie, hallo, alles ist in Ordnung, alles ist fein. Nur wenige Sekunden später zeigt sich aber, dass beide Magier trotz allem immer noch Respekt vor den Tigern hatten. That's all right. Und das aus gutem Grund, wie diese Bilder von 1980 zeigen. Denn die vermeintlich harmlosen Spielgefährten wiegen bis zu 300 Kilogramm. Und durch ihr Gewicht kann aus einer harmlosen Kuschelei schnell eine lebensbedrohliche Situation werden. Erst durch Siegfrieds Ablenkungsversuche am Rücken des Tigers konnte sich Roy nach langen Sekunden endlich befreien. See, now I should do my trick by him in the nose. Roy versucht den Eindruck zu vermitteln, dass er die Situation unter Kontrolle hat. Doch seine Tiger hatten ihn überrascht. Und Roy musste innerhalb von Sekunden reagieren. Eine Erfahrung, die er schon einmal gemacht hat. So, what can you do when a 600-pound tiger lays on you and you're pinned down? All right, well, I had to be first, so I bit in the nose. But that's what I mean when you talk about instinct. You handle, you was out thinking, you're just doing it. You know, I hadn't planned that. Situationen wie diese gab es oft und die Grenze zwischen liebevollem Schnappen und tödlichem Beißen verschwamm am 3. Oktober 2003, als Montecor in Roys Nacken biss. Aber war es wirklich ein Angriff oder wollte er ihn doch nur beschützen? Für Roy gibt es nur eine Antwort. Er hat mich ja nicht angefallen, als würde ich hier nicht mehr stehen, sondern er hat mich gerettet. Eine Theorie, der auch der Experte Glauben schenkt. Wenn dieser Tiger hätte ihn fressen wollen oder töten wollen, dann hätte er es getan. Das hat er ja nicht getan. Doch die Augenzeugen sind sich uneins, was wirklich auf der Bühne geschah. Es gibt zwei Unfallversionen. Die erste, der Tiger hat aus irgendeinem Grund Roy angesprungen und sich in seinen Arm verbissen. Roy schlägt ihm daraufhin mit dem Mikrofon mehrfach auf die Nase. Man hat ganz laut die Mikrofonschläge gehört. Dann versucht das Tier, sich an Roy aufzurichten. Roy lehnt sich dagegen. Doch der Tiger ist stärker und versucht hier schon in Roys Nacken zu beißen. Er hat ihn nicht direkt angesprungen, sich aber an ihm aufgerichtet. Einen ganz anderen Ablauf schildern Tony und Sandra Cohn. Sie saßen auf der anderen Seite der Bühne und hatten einen guten Blick auf das beginnende Unfalldrama. Roy hat sich gebückt, um die Leine aufzuheben. Die beiden Augenzeugen blicken von ihrer Position aus auf Roys Rücken. Es ging alles so schnell. Er stürzte und im nächsten Moment hatte der Tiger schon seinen Hals im Maul. Wie bei einer Puppe.
Nach der Version der Coens stürzte Roy. Und erst dann biss Montecor ihm in den Nacken. Roy fiel nicht hin, bevor er gebissen wurde. Der Tiger hat ihn gebissen, dann ist er gefallen und dann hat er ihn hochgehoben. Zwei Augenzeugen, zwei Theorien. War es ein aggressiver Angriff von Montecor oder reagierte der Tiger nur defensiv? Fritz Wurms sagt, Roys Interpretation des Tigerverhaltens, dass ein Tier seinem Herrchen helfen wollte, könnte stimmen. Irgendwas ist passiert und ich glaube, er wollte ihn wegschleppen von der Bühne. Und dabei hat er ihn natürlich in einem Bereich, wo hier sehr viele Weichteile sind, unglücklich erwischt. Ein leichter Biss, der unter Tigern vielleicht auch was ganz anderes signalisiert hätte, ist für uns Menschen natürlich tödlich. Aber die Verletzungen haben ja gar nicht zu dem Ausmaß geführt, die die Behinderung heute ausmachen. Die Schlaganfälle, die Roy während dieser Momente hatte, die sind der ausschlaggebende Faktor, dass er diese Behinderung davon getragen hat. Roy selbst hat nie daran geglaubt, dass seine Tiger ihm gefährlich werden könnten. In einem Interview Ende der 90er Jahre erkennt man, wie tief sein Vertrauen war. Der Tiger ist nicht jemand, der jetzt losgeht, um jemanden zu töten. Sondern wenn er natürlich bedroht wird, wenn er sein Gebiet ihm weggenommen wird, wenn er selber überleben muss. Ja, was verlangt man dann von den Tieren, dass sie sich nicht wehren? Wir Menschen tun es ja. Das ist ein vollkommener Unfug, dass man sagt, der Tiger ist ein Menschenfresser. Nur durch dieses absolute Vertrauen in die Tiere konnten Siegfried und Roy so eng mit ihnen zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam zu Legenden wurden. Doch wichtiger als der Erfolg war ihnen, die seltenen Tiere auch vor dem Aussterben zu bewahren. Mit ihrer Stiftung The Samoti Foundation kümmern sie sich um den Erhalt der weißen Tiger und Löwen und unterstützen auch andere bei dieser Arbeit. So wie 1996, als sie das erste Gehege für weiße Löwen im Safaripark Stukenbrock einweihen und Roy einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Also Roy hat ja einen unheimlich engen und tollen Kontakt zu seinen Tieren. Bis hin, dass er ihnen einen Kuss gibt. Und er kommt zu uns, baut unsere neue Löwenanlage mit den weißen Löwen ein und hat sofort einen Kontakt, wie man hier auf Bildern auch sieht. Die Löwin geht zu ihm hin und er küsst die Löwin durchs Gitter aufs Maul. Das ist nicht normal. Das ist unnormal. Das ist Roy. Durch diese Gabe rettet Roy auch seinem Lieblingstiger Montecor das Leben. Er zieht das Tigerbaby mit der Flasche auf, als dessen Mutter nicht genug Milch für ihn hat. Viele hunderte Male war ihr gemeinsamer Auftritt das Highlight der Show. Bis zu dem tragischen Unfall 2003. Ausgerechnet Montecor war es, der Roy vor 10 Jahren lebensgefährlich verletzte. Roy war damals sogar eine Minute klinisch tot. Der Biss veränderte das Zusammenleben von ihm und den Raubkatzen für immer. Nichts ist heute mehr, wie es einmal war. Im Secret Garden im Mirage lebt Montecor heute in einem Gehege. So wie auch die anderen Tiere von Siegfried und Roy. Wenn die Tiger ihren alten Weggefährten zu Hause besuchen kommen, bleibt immer ein Sicherheitsabstand zwischen ihnen. Wir nennen sie das Weibchen Puma. Das ist eine Schwester von Montecor. Und das Akasha ist der Bruder. Der Besuch seiner geliebten Tiere ist für Roy, auch wenn er nicht mehr mit ihnen kuscheln kann, immer noch genauso wichtig wie früher. Das ist Zentrum mein Leben. Ich bin am liebsten mit meinem Tier zusammen. Besonders in dieser Zeit. Noch wichtiger ist ihm aber eins: zu beweisen, dass sein einstiger Lieblingstiger kein Monster ist. Heute, 10 Jahre nach dem Unfall, will er Montecor darum wieder ganz nahe kommen.
Er hat uns exklusiv eingeladen, um dabei zu sein, wenn er ihm zum ersten Mal wieder alleine gegenübertritt. Roys Liebe zu den Raubkatzen. Sie begann mit dem Geparden Chico. Damals, vor über 50 Jahren. Vom Pfandhaus zum Paradies. Siegfried und Roy haben sich längst ihren eigenen Traum vom schöner Wohnen erfüllt. Von all den Luxusschlitten und Edelkarossen mal ganz abgesehen. Anfang der 60er Jahre ist der Rolls-Royce ein rostiger Opel und die Villa ist der Wohnwagen dahinter. Die beiden leben von Tag zu Tag. Sie sind in Varietés aufgetreten, in billigen Striptease-Bars und in winzigen Nachtclubs. Es war halt Nachkriegszeit in Deutschland und es gab keine schicke Clubszene. Wir haben ja immer Angst gehabt früher, wie weitergeht. Man hat damals nur für ein paar Wochen einen Vertrag gehabt, dann mit Verlängerung. Und dann hat man immer gebibbert, oh, hoffentlich nehmen die Verlängerungen an. Ne? Aber 1967 kommt die große Chance. Siegfried und Roy haben eine Einladung nach Las Vegas. Wenn du Papst werden willst, musst du nach Rom gehen. Dann habe ich gesagt, that's it. Und wenn du Entertainer werden willst, dann gehst du nach Amerika. Du gehst nach Las Vegas. Las Vegas. Das sind nur ein paar hunderttausend Einwohner, aber jährlich über 35 Millionen Besucher, die vor allem eins wollen: Entertainment. Und kein Entertainer hat diese Stadt in den letzten 40 Jahren so geprägt und verändert wie Siegfried und Roy. Wir sind damals mit einer Idee, die für komplett unrealistisch, für total überzogen galt, nach Amerika gegangen, haben das Ding knallhart durchgezogen, sind mega erfolgreich geworden. Sie waren die großartigsten Künstler. Sie hatten so viele Zuschauer. So etwas hat es vorher noch nie gegeben. Roy freut sich auf Sin City, Siegfried nicht. Als er beim Anflug zum ersten Mal Las Vegas erblickt, kommen Zweifel. Das schaffst du nicht. Das geht nicht. Hier war nichts da. Die Hotels, das waren zu der Zeit noch wie im Motel, zweistöckig, und dann war ein Showroom dabei. Und wenn man ins Hotel gekommen ist, dann ist die Haupttür aufgegangen und da waren sofort die einarmigen Banditen da. Kein Zweifel, Siegfried hat Angst vor der Premiere im Tropicana Hotel. Und diese Angst ist nicht unbegründet. You say, don't tell me you're a magician, because magic doesn't work in this town. That was actually the welcome in Las Vegas. Ihr erster Show-Act ist dementsprechend kurz, 12 Minuten. Die haben da die Tänzer und Tänzerinnen gehabt, topless natürlich. Und dann ist der Vorhang runtergekommen und dann ist der Jongleur rausgekommen oder der Zauberer und hat da etwas gemacht davor. Und dann ging der Vorhang wieder auf und dann war das Bühnenbild gewechselt. Die Show ist kein Renner. Bis Chico eines Abends den Ablauf ändert. Der Gepard wurde durch irgendetwas irritiert. Chico rannte über die Bühne, sprang in den offenen Orchestergraben und wischte dabei dem Dirigenten das Toupet vom Kopf. Dann sprang Chico auf das Klavier und setzte sich. Und das Publikum applaudierte. Sie fanden, dass das die beste Show war, die sie je gesehen hatten. Roy erzählte mir später, das waren unsere ersten Standing Ovations in Vegas. Sie arbeiten hart an ihrer Karriere, es ist nicht einfach, aber sie schaffen es bis ganz an die Spitze und werden endgültig Weltstars. Die Raubtiere sind aus ihrem Leben nicht mehr wegzudenken, aber von einem ihrer treuen Weggefährten müssen sie sich leider verabschieden. Mehr als 10 Jahre hatten sie mit ihm die Bühne geteilt. Seine spontanen Ausflüge ins Publikum hatten die Menschen gefesselt. Seine Präsenz hatte die Karriere der beiden aufstrebenden Zauberkünstler befeuert. Mit Chicos Tod geht Anfang der 70er Jahre ein Kapitel in der Geschichte von Siegfried und Roy zu Ende. Doch das Showgeschäft kennt keine Trauerzeit.
Las Vegas schläft nie. Siegfried und Roy arbeiten jetzt im Stardust Hotel. Das war bekannt für gutes Entertainment, aber auch für Verbindungen zur Mafia. Das sind doch mal Outfits, die die Welt sehen will, oder? Die Frisur ist geföhnt, der Schnurrbart ist gezwirbelt, da ist Glam-Bam, die Klamotten sind cool, die sind stylisch, da glitzert es, funkelt es, glänzt. Das ist Show, Bewegung, bam, Siegfried und Roy, perfekt. 1974 betritt ein neuer Star die Bühne von Siegfried und Roy. Der Löwe heißt Leo und wie sich bald zeigt, ist die Arbeit mit ihm sehr gefährlich. Siegfried und Roy treten jetzt im MGM Grand Hotel auf. Der Produzent der Show, Don Arden, ist sauer auf das Magier-Duo. He stood up and he screamed, "That's only 7 minutes! You told me 15!" So I told him, I said, "I don't know what's the big fuss. The rest is all applause." Und so ist es dann auch. Die Premiere 1974 ist ein Riesenerfolg. Doch so gut der Löwe dressiert ist, die Raubtiernummern werden riskanter. You lose the respect from it after a while. And you forget, they have also the border. Tausendmal war nichts passiert. Doch eines Abends stimmt das Timing nicht. Die Wunde muss mit 38 Stichen genäht werden. That added to the excitement to the people, you know. Afterward, I knew I will have a standing ovation, and sure enough, I had a full standing ovation. Die Wunden durch die Raubkatze sind schmerzhaft. Aber sie sind nichts im Vergleich zu den Spuren, die der jahrelange Erfolgsdruck hinterlässt. Siegfried hat da ja nicht oft drüber gesprochen, aber da gab es schon auch Zeiten, in denen er gesundheitlich ein wenig instabil war. Er hat irgendwann mal gesagt, er hätte Depressionen. Mitte der 70er Jahre ist Siegfried so gut wie am Ende. Mehr als 5 Jahre mit ununterbrochener, harter Arbeit liegen hinter ihm. Man muss sich das mal vorstellen, 7 Tage die Woche, 2 Shows pro Tag oder pro Nacht. Das ist eine wahnsinnige körperliche Anspannung und man muss wirklich fit und gesund sein, um das durchzuhalten. Da darf man nicht krank werden, da darf man nicht faul sein, da muss man ein wahnsinnig diszipliniertes Leben führen. Mein Doktor hat einmal gesagt, weißt du, Siegfried, ihr arbeitet wie ein Leistungssportler. Das ist für mich unbegreiflich. Doch Siegfried hat immer mehr Probleme, seinen eigenen hohen Ansprüchen zu genügen. Um runterzukommen, nimmt er Valium. Anfangs 5 Milligramm, dann 10, bald 15 Milligramm. Und das alle paar Stunden. Bald ist er abhängig. Damals gab es noch keine Antidepressiva wie heute, kein Prozac zum Beispiel. Man nahm stattdessen Beruhigungsmittel. Und Valium war damals das Beruhigungsmittel. The tranquilizer of the era. We recognized that there was a problem, we tried to solve it. So he went to Puerto Rico and took all the Valiums off. Nach diesem Entzug wird es noch lange dauern, bis Siegfried den Kampf gegen Depression und Schlafstörungen gewonnen hat. Auch diesen Kampf geht er so gewissenhaft an wie die Arbeit am Show-Act. Doch die Show läuft weiter. Das MGM verlassen die Magier 1978 wieder und kehren in Stardust zurück. Mit sensationellem Erfolg. Die 15 Vorstellungen pro Woche finden sage und schreibe 3 Jahre lang vor ausverkauftem Hause statt. Die Zuschauer lieben sie auch für die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Well, it hasn't been always like this. Do you still remember how this all began? Sure, it was in this little nightclub in Paris, and we made the entire audience disappear every night. Unfortunately, before they paid their check. But I mean before that. Aha, you mean in Munich, where we made a cake of beer disappear? As I recall, you made a cake of beer disappear every night. Diese Magier haben auch stimmliche Showqualitäten. Well, it began with the hat.
Und sie präsentieren Illusionen, die so perfekt und vollendet sind, wie es vor ihnen keinem Zauberkünstler gelungen war. Megamagier Hans Klock war schon als Kind ein Riesenfan von Siegfried und Roy. Das war so Ende der 70er Jahre. Und dann hatte ich gedacht, ja, das will ich auch. Magier bekommen. Ich war so begeistert. Heute ist Klock längst selbst einer der größten Magier der Welt. Die Bewunderung für Siegfried und Roy ist ungebrochen. Es ist besonders die geniale Verschmelzung von mehreren Illusionen zu einer Nummer, die Klock bei Siegfried und Roy fasziniert. Zum Beispiel die durchzechte Jungfrau bei Siegfried und Roy. Die haben das perfektioniert, die haben da für Jahre an gearbeitet. Das fängt an, dass die lassen Leinett schweben, dann schwebt sie in Kisten, dann geht die Zecke dazu, dann ist sie in zwei Teilen. Und am Ende schwebt sie aus die Kisten und verschwindet in der Luft. Das war immer der Level. Das, all diese anderen Shows, ebenfalls David Copperfield mit viel Respekt, aber das war natürlich nicht ein Show wie Siegfried und Roy. Das Frontier Hotel. Hier schreiben Siegfried und Roy Anfang der 80er Jahre Showgeschichte. Zum ersten Mal in Las Vegas sind Zauberkünstler die Stars einer eigenen abendfüllenden Show. Und dazu wollen sie auch noch mit einer alten Vegas-Regel brechen. Sie verzichten auf die üblichen Topless-Girls. Da war früher alles oben ohne. Da hat sie gesagt, no, eine von den Girls, die bekommt diesen Weg und den Weg, das geht nicht. Wir kaufen ihn ab, so die Familie kann auch kommen. Sie war also für alle da. Und da haben wir dann die Familienshow gegründet. Was damals neu war in Las Vegas. Sie waren Pioniere in Vegas, weil sie eine Show machten, zu der die Leute auch ihre Kinder mitnehmen konnten. Im sündigen Vegas ein Wagnis. Die Premiere ist an einem Freitag im Jahre 1981. Jeder in der Stadt rechnet mit einem Desaster. Doch es ist ein Triumph, ohne nackte Tänzerinnen auf der Bühne. Nun wagen sich auch Familien in ihre Shows. Innerhalb kurzer Zeit ist ihr Programm für ein Jahr im Voraus ausverkauft. Sie veränderten das Las Vegas Entertainment zu dem, was es heute ist. Die beiden, die haben da einiges revolutioniert. Und das kam unheimlich gut an. Also da kamen plötzlich die Topstars, die haben sich diese Show angeguckt. Die sind ja zu uns gekommen, ne? Die Stars sind zu uns gekommen, weil jeder wusste, ah, Siegfried und Roy, das ist die most erfolgreichste Show in Las Vegas. Das muss man mal auskundschaften, warum. Ich wollte die Show sehen, weil ich schon so viel über sie gehört hatte. Jungs aus Deutschland, die mit einer Vision nach Amerika gingen und den Durchbruch schafften. Ich war total begeistert von dieser Show und der Magie. By the show and by the magic. So begeistert wie alle Stars, die bei Siegfried und Roy vorbeischauen. Die prominente Aufmerksamkeit ist für die Jungs aus einfachen Verhältnissen nicht selbstverständlich. Die ganzen Leute, Barbara Streisand oder Präsidenten, die sind ja alle zu uns gekommen. Man hat mir gedacht, Mensch, alle, die kommen von aus der ganzen Welt und wollen mich sehen, das ist ja unwahrscheinlich. Ich bin ja nur der Siegfried aus Rosenheim. Sie sind nun berühmte Jungs mit noch berühmteren Freunden, die auch mal zum Essen reinschauen. Wenn der Arnold Schwarzenegger kommt, dann geht's bei uns ziemlich bayerisch her. Und da muss natürlich ein Schweinebraten mit Kartoffelklöße sein. Handler und ich, wir kannten uns auch gerade, haben uns die Show von Siegfried und Roy angesehen, haben ein Kärtchen geschrieben und haben das dem Security-Mann abgegeben. Und dann 4 Minuten später kam der Security-Mann wieder. Wir sollten hier warten, wir werden von Siegfried und Roy persönlich abgeholt. Seitdem sind wir ja gut befreundet.
Hallo, super. Ah, das da sind sehr. Sie ja. Hallo, Hannelore, herzlich willkommen. Heino und Hannelore sind gern gesehene Gäste im Domizil der beiden Magier. Jungs, ich habe gestern eure neue Show gesehen. Ich bin jetzt noch fassungslos. Sie dürfen auch die exklusiven Backstage-Räume betreten und haben dort manches Abenteuer erlebt. Und wir waren ja immer nach den Shows, waren wir immer eingeladen im Dressing-Room und da haben sie immer einen wunderbaren Aufenthaltsraum gehabt. Dann hat es ein Gläschen Champagner gegeben und dann habe ich gesagt, Roy, wo kann ich denn Pipi gehen? Ja, dann geh da rein. Ich bin schreiend raus. Da saß ein Gepard in der Badewanne. Ende der 80er Jahre steht das Magier-Duo vor dem absoluten Karrieretriumph. Die größte Magier-Show aller Zeiten braucht natürlich den bestmöglichen Soundtrack. Und er soll ihn liefern. Mit einem Song von Michael Jackson wollen Siegfried und Roy nun ihre Show krönen. Sie bitten Steve Wynn um einen Anruf beim King of Pop. Ich rief ihn an und sagte, die Jungs brauchen einen Song für eine Tanznummer in der Show. Kannst du Siegfried und Roy helfen? Er sagte, Steve, ich arbeite gerade an einem Album, aber ich schau mal, was ich mache. Und Michael Jackson hatte ganze Arbeit geleistet. Der Song Mind is the Magic wird in den kommenden Jahren zu einem Höhepunkt der Show. Das war sicherlich ein großer Ritterschlag, dass Michael Jackson auch ein Lied schrieb für die beiden. 5 minutes, please. This is the last call. Am 1. Februar 1990 ist es soweit. Premiere der Siegfried und Roy Show im Mirage. Die teuerste Show von Las Vegas einen Riesenerfolg zu nennen, ist noch untertrieben. 13 Jahre lang ist sie ausverkauft und damit das am längsten laufende Programm der Stadt. Zu Recht, denn die Zauberkunst erreicht eine nie zuvor dagewesene Klasse. Also ich war ja immer der Überzeugung, dass Roy wirklich fliegen kann, weil das sah immer so echt aus, wenn der abgehoben ist und dann über die Zuschauer durch den Saal geschwebt ist. Unfassbar. Ich dachte wirklich, er kann fliegen. Die 90er gehörten Siegfried und Roy. Sie hatten die beste Show. They had the hottest show going. Die Siegfried und Roy Show ist ein Jahrhunderterfolg. Über 5000 Mal treten die beiden auf. Über 10 Millionen Zuschauer sehen das Spektakel. Über 1,2 Milliarden Euro Einnahmen bringt die Show dem Mirage. Ihr Weltruhm erreicht nie gekannte Höhen. Siegfried und Roy waren damals ja in den 90ern die absoluten Megastars. Also die waren ja, die wurden ja auch gehypt. Die konnte man ja gleichstellen mit Madonna. Sie bekommen 1999 einen Stern auf dem Walk of Fame. Sie stehen lebensgroß bei Madame Tussauds in Las Vegas. Sie werden von der Gilde der Zauberkünstler zu den Magiern des Jahrhunderts ernannt. Und man ehrt sie mit einem eigenen Denkmal am Strip in Las Vegas. Wer nach Vegas kam, musste Siegfried und Roy sehen. Der Erfolg kennt anscheinend keine Grenzen. Bis zum Abend des 3. Oktober 2003. Eine Oase in der Wüste von Nevada. Komplett mit eigener Kapelle, gigantischer Poollandschaft und viel Grün. Sand ist die Lunge von Las Vegas. Die grüne Lunge der Stadt. Siegfried und Roy haben sich ihr eigenes Paradies auf Erden erschaffen. Das war erst ja eine Wüste, war ja nichts. Da war kein Baum und kein Grün und nichts. Und dann war natürlich dieses kleine Holzhaus. Dann haben sie weitergebaut und beim nächsten Jahr waren es noch mal größer. Dann sind sie mehr oder weniger in Little Bavarian ganz sesshaft geworden. Das nächste Mal waren kleine Bäume gesetzt und das sind jetzt große Dinger geworden. Und der See, der ist immer größer geworden. Der Pool, den Siegfried See nennt, ist das Prunkstück des Anwesens. Für Siegfried und Roy sind Häuser mit Pool unverzichtbar, seit sie in Vegas sind. Schon in den 70er Jahren ist das Schwimmen mit den Raubkatzen fester Bestandteil ihres Lebens.
Das kalte Wasser verursacht Roy Schmerzen. Das hält ihn aber nicht davon ab, mit Siegfried Späße zu treiben. Ich tauche dich gleich unter, wenn du immer grinst. Hier, leichtes Schläge im Hinterkopf. Ich das nicht immer machen hier. Die glauben, dass du meinst ernst. Das ist ja Eiswasser. Jetzt, Boss. Nicht, hör auf jetzt. Thank you. Und wie könnte es anders sein? Auch hier will er den Tieren Gutes tun. Kein Zweifel, Roy fühlt sich hier sehr wohl. Das Zuhause ist ein Haus, kann man mit Händen bauen. Ein Zuhause mit der Seele. Das Zuhause der Zauberkünstler ist sehenswert. Und für zwei Personen ist der Wohnraum recht umfangreich. Diese Seite, das ist Roy, seine Seite. Auf der anderen Seite ist mein Haus. Und das Gemeindehaus, das ist, gehört uns zusammen. Und wo wir uns abends treffen und wir haben Dinner zusammen. Oder wir spielen Mensch, ärgere dich nicht oder irgendetwas. Und wir spielen sogar um Geld. 25 Cent. Und keiner kann sich das vorstellen, dass wir um 25 Cent spielen. Aber es macht Spaß und es ist auch Therapie für Roy. Und wir haben eine gute Zeit damit. Wenn Sie dabei aus dem Fenster schauen, sehen Sie einen original bayerischen Zwiebelturm der hauseigenen Kapelle. Siegfried beauftragte einen amerikanischen Architekten. Ich habe ihm die Bilder gemacht und alles gezeichnet und Postkarten gezeigt. Naja, und dann habe ich gesagt, das will ich haben, ist ein Zwiebelturm. Dann kam der Zwiebelturm an und dann haben die es hochgehievt. Und das war natürlich kein Zwiebelturm mehr, es war ein Kürbisturm. So musste ich das wieder runter und der Zwiebelturm ist das, was wir jetzt haben. Einen Zwiebelturm gab es im alten Domizil von Siegfried und Roy nicht. Der Jungle Palace lag mitten in der City von Las Vegas. Ein einmaliges Gebäude, also es heißt nicht umsonst Dschungelpalast. Hier wohnt das Paar samt Großkatzen schon in den 80ern. Und auch in jungen Jahren gab es keine weibliche Begleitung an ihrer Seite, was zu einigen Spekulationen über ihr Privatleben Anlass gab. Die beiden haben natürlich von diesem Entertainment und von diesem Zauberhaften und von diesem Mystischen gelebt. Und insofern haben die natürlich auch nicht alles preisgegeben von dem, wie sie leben und in welcher Beziehung sie zum Beispiel zueinander stehen. Und sie haben es geschafft, was noch viel wichtiger ist und noch seltener als die Show und der Erfolg, eine Freundschaft aufzubauen, wie es kaum noch eine gibt. Dass einer weiß, was der andere spürt, was der andere denkt. Wenn es einem schlecht geht, dann wird den anderen auch das sehr bewegen. Was kann ich über dich sagen? Dass du ein halbes Lied auf mich wartest. Damit habe ich mich jetzt auch abgefunden. Er war ja nie pünktlich. Er war nie in der Zeit, wenn man eine Verabredung gehabt hat. Nee. Ich habe nie eine Show vermisst. Und was kann Roy über Siegfried sagen? Dass du immer recht haben willst. Und leider Gott sei Dank recht hast. Wir haben die beste Zeit, wenn wir abends zusammen sind und wir haben unser Dinner. Und wir sehen uns und wir verstehen uns. Ich habe alles, was ich brauche. Und mehr brauche ich nicht. Ich, der Bayer und du, der Hanseat. Na, schlimmer kann es ja nicht mehr gehen. Die beiden Auswanderer, sie haben in Amerika ihr Glück gemacht. Aber die Sehnsucht nach der deutschen Heimat ist geblieben. So, das ist eigentlich, was Roy auch immer sagt, das ist unsere Skihütte. Skihütte in Las Vegas passt ja nun nicht. Ist ja hier Wüste. Hier geht's rein eigentlich in die Küche. Und das ist ein bisschen auf bayerisch gehalten. Schnell wird klar, die beiden Magier haben starke Gefühle für ihr Heimatland. Erinnerungen. Aber hier, das ist immer, das ist, wenn meine Mutter verzweifelt war, mit dem Alltag, was da vor sich ging bei uns zu Hause, dann hat sie immer das gelesen. Und das, wenn manchmal in einer Situation ich hier bin und nicht mehr ausweise, richtig,
ob ich auch das Richtige mache oder oh mein Gott, was für eine Situation bin, dann kommen mir immer die Worte über. Immer wenn du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Und das gibt mir wieder Stärke. Deutsch ist auch die Köchin der beiden. Wir haben ein richtiges deutsches Haus, von dir auch Deutsch kocht. Heute Abend gibt es Porree, Gemüse, mit Putenschnitzel und Kartoffelpüree. Das sind die zwei besten Menschen auf der Welt und am einfachsten. Aber man muss auch wissen, wo die Grenzen sind. Nicht, Mr. Roy? Ja. Und das wissen wir, nicht? Ja, wir haben uns gegenseitig trainiert. Ja, genau. Oh. Wenn Mr. Siegfried manchmal nicht da ist, dann frage ich schon mal, ob er Reibekuchen möchte. Und dann sagt er auch schon mal ja. Und wenn es nach ihr gehen würde, ich jeden Tag legen. Nein. Ihre deutschen Wurzeln und ihre Liebe zur Heimat sind im Leben von Siegfried und Roy allgegenwärtig. Ich habe immer noch einen Kopf und eine Zweitwohnung in Deutschland. Und wir gehen Minimum zweimal im Jahr nach Deutschland. Ist still unsere Heimat. Und die liebt ihre berühmten Auswanderer mindestens genauso. Bei jeder Heimkehr werden die beiden Superstars umjubelt und gefeiert und sind beliebte Gäste in den größten TV-Shows. Es gab kaum eine Show, in der die Supermagier in den 90ern nicht eingeladen waren. Und so kam es auch zu dieser Begegnung bei Veronas Welt. Sehr schnell, sehr, sehr gut verstanden in der Show, viel gelacht und man vergisst ja immer, dass es wirklich Deutsche sind, weil ich auch bei den Proben sagte, Englisch oder Deutsch, was sprechen wir denn? Und dann sagten alle, ey, das sind Deutsche. Und das hat man zu dem Zeitpunkt auch manchmal vergessen. Das waren so wie Hollywood-Stars. Amerika ist eigentlich unser Zuhause geworden. Aber ein bisschen das Deutsch haben wir natürlich im Herzen. Den Deutschen kann man aus Deutschland nehmen, aber das Deutsche nicht aus dem Herzen. Deswegen sind wir immer hier. Aha, und wird denn auch richtig so zünftig gefeiert, so in Bayern mit dem Maß? Oder wie heißt das schöne was Bier? Das hat jetzt gerade der Roy hinter sich. Der hat ja am 3. Oktober seinen Geburtstag gehabt. Wir haben in München gefeiert. Und dann war gerade das Oktoberfest. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen, wir haben gerade Fernsehen gehabt und so weiter. Ich gehe in mein Zimmer, ich dusche mich und tue, will rausgehen. Haben sie mich eingeschlossen. Wie? Die haben mich ganz eingeschlossen? Ja, ich konnte überhaupt nicht aus meinem Zimmer raus. Als sie gesagt haben, ich muss frisch sein für den nächsten Tag für den Film. Na ja. So, dann bin ich aus der Notleiter, bin ich vorher auf die Notleiter gegangen, bin rausgegangen und bin raus zu Wiesen, hab ein Maß gestanden. Ja, und dann sagt der eine zu mir, der guckt mich so an, der hat schon ein paar gehabt, weißt du, und da sagt er zu mir, you my Kennedy. Ja, dann habe ich gesagt, ja, vielleicht, hat er gesagt, oh, Hostlepur, lange Haare gehabt. Dann habe ich gesagt, oh, ja, dann hat er gesagt, ja, wie alt bist du? Dann habe ich gesagt, 55. Dann hat er gesagt, ja, habe ich schon gewusst, dass die Aliens gelandet sind vor 55 Jahren. Wo auch immer Siegfried und Roy auftauchen, sie hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Verona Poth ist bis heute fasziniert von ihrer Begegnung mit dem Magier-Duo. Zu dem Zeitpunkt kannten wir es noch nicht persönlich, aber es war mir eine große Ehre. Und ich habe natürlich direkt gefragt, bringen die ein Tigerbaby mit? Das war auch ein bisschen Spaß, aber die hatten tatsächlich ein paar Tigerbabys dabei. Das ist ja unglaublich. Ich habe noch nie ein Tigerbaby aus der Nähe gesehen. Nein, das ist jetzt ein kleiner Löwe. Ach, das ist ein Löwe? Ja. Das muss man mir ja sagen. Und der wächst auf, dass er ungefähr 600, vielleicht sogar ein bisschen mehr Pfund wiegt. Oh, und Siegfried hat einen Tiger. Hat Streifen, ein Tiger hat Streifen. Das ist niedlich. Ich bin ja ganz hin und weg. Noch eine Flasche? Es gibt nur eine Flasche. Ja, nur eine Flasche. Hier hat sich eine Familie gefunden. So schnell geht das. So geht das. Oh, ist das süß. Yeah. Okay. Aber ich glaube, so ein kleiner Tiger also, oder kleiner Löwe, wenn denen irgendwas nicht passt, da kann sich schon gut durchsetzen, oh, oder? Ja, also in der Wildbahn konnte man diese Kleinen schon nicht mehr anpassen. Und wir wollen den Tiger oder den Löwen ja auch nicht verändern, sondern wir wollen ihn nur, dass er sich conditioned. Sie sind ein Bestandteil unserer Familie. Also sie leben mit uns in unserem Haus. Sie machen, was sie wollen eigentlich. Siegfried schimpft zwar immer manchmal. Sie checken den Eisschrank aus. Sie machen Kissenschlacht und so, wie sich das also alles richtig wie kleine wilde ja, Kinder, ne? Es ist das Ganze, eine Großfamilie. Ist... Wollen wir die beiden Kleinen noch auf dem Sofa behalten, oder? Ja. Oder ist glaube, die sind gefüttert.
Die sind fein, die können wir rumlaufen. Die laufen einfach ein bisschen rum, nicht die anfassen, nur schon gucken. Also das erste Mal, wenn wir ihn an Fleisch gewöhnen, dann den Finger ein bisschen hinein. Ein bisschen den Finger. Also immer bedenken, es ist ein Raubtier und wir wollen es nicht ändern. Wir können Spaß haben, weil sie so ein bisschen klein sind, um sie ein bisschen aufzuziehen. Aber dann müssen wir sie so respektieren, für was sie sind. Sie sind immer wilde Tiere und immer Raubtiere und wollen es nicht ändern. Das heißt, wenn... Ja, meine lieben Zuschauer, Sie haben es gesehen. Zwei Tiger in meiner Sendung. Ich müsste sagen, nein, vier. Ein Löwe, ein Tiger. Jetzt hat auch Veruda es verstanden. Streifen. Ein Tiger hat Streifen. Sie lernen nämlich auch in dieser Sendung was dazu. Ein Löwe hat überhaupt keinen Streifen. Verunas Nachhilfestunde in Sachen Tigerkunde ging damals auch noch nach der Show weiter. Und dabei lernte auch ihr heutiger Mann Franjo die beiden kennen. Das Witzige war ja, das sind ja eigentlich Hollywood-Stars, zwei lebende Ikonen ja eigentlich. Und das war schon bemerkt worden. Wir haben uns direkt angefreundet und ja, super. Du hast auch ein bisschen Ähnlichkeiten mit Siegfried, stelle ich heute fest, so von der Frisur. Also da ist schon Artverwandtschaft, die blauen Augen. Ja, leider kann ich nicht zaubern. Ja, leider. Die beiden kamen aber nicht nur ins deutsche Fernsehen, sondern dieses kam auch immer wieder zu ihnen nach Hause. Moderatorin Frauke Ludewig gehört zu den ganz wenigen Menschen, die die beiden Superstars treffen durften. Und das sogar mehrfach. Ich habe Siegfried und Roy das erste Mal 94, 95 in Las Vegas besucht. Und das war für mich so beeindruckend, dass ich das nie vergessen werde. Sarmoti. Herzlich willkommen im Reich von Siegfried und Roy. Ja, dann war das ein großes Kino, ja, wie sie mich da empfangen haben. Ja, also ich fühlte mich damals wie in so einem Märchen aus Tausend und einer Nacht. Siegfried und Roy ließen die Society-Expertin in ihre privatesten Bereiche im Dschungelpalast und zeigten ihr bei jedem Besuch immer ein Stückchen mehr von ihrer geheimnisvollen Welt. Liz Taylor, der Heilige Vater, Michael Jackson, Dolly Parton. Hier ist Michael Jackson. Wie oft seht ihr Michael? Oh, das ist... Alle paar Monate mal kommt er vorbei und sieht die Show an, wenn er nicht gerade auf Tour. Sogar hier, siehst du die Scorpions? Ah ja, also... Die besuchen uns auch immer. Also auch Deutsche. Ja, ja, hier ist alles vertreten. Wir mochten uns von Anfang an sehr gerne. Und das hatte dann für mich auch zur Folge, dass ich sie dann im Anschluss immer mal wieder gesehen habe, hier sowohl hier in Deutschland, irgendwann mal in London. Und ich durfte sie dann besuchen nach diesem schrecklichen Tigerunfall, bei dem Roy ja nun so schwer verletzt wurde. Frauke Ludewig war damals die erste deutsche Moderatorin, die die beiden Magier interviewen durfte. So konnten sie der Heimat zeigen, seht her, Roy ist schwer verletzt, aber er hat es überlebt und nichts von seiner Energie verloren. Morgens, ich gehe ins Bett und dann mache ich, dann habe ich mein Frühstück mit Siegfried und wir besprechen uns alles, was wir noch machen wollen. Und Roy beruhigt mich auch immer noch beim Frühstück, sagt, er macht dir mal keine Sorgen, wir haben ja noch so viel zu tun, you know? Roy hat immer sehr viele Projekte. Und die musste er auch noch verwirklichen. Die müssen wir noch verwirklichen. 10 Jahre später hat er von diesen Plänen viele verwirklicht. Roy kann wieder laufen, genießt sein neues Leben in Little Bavaria. Roy und Montecor. Ihr Schicksal ist auf tragische Weise miteinander verbunden. Nach dem Unfall hat Roy das Leben des Tigers verschont. Er hat den Kontakt zu Montecor nie abgebrochen. Und 2009 stehen Roy und Montecor sogar für einen kurzen Moment zusammen auf einer Bühne. Es geschieht im Bellagio Hotel in Las Vegas. 2009, dieser Abschiedsauftritt, der war natürlich unheimlich ergreifend. Da ist eine Ära eben auch zu Ende gegangen. Der letzte Auftritt von Siegfried und Roy. Er wird gefeiert. Doch die knapp 10 Minuten auf der Bühne werfen auch Fragen auf. Warum sind die Magier im entscheidenden Moment maskiert? Warum sagen sie kein Wort? Es gab viele unbeantwortete Fragen. Wir wissen nicht, ob das wirklich Roy war. Jahrelang gab es die Frage, ob er gestorben war und ob dieser neue Roy sein Double war. Alles Gerüchte, versichern die Magier. Was aber auffällt, im Gegensatz zu Siegfried hält Roy großen Abstand zu Montecor.
Das ist dieses Mal ganz anders. Eine Räuber wird hier hochkommen und der Tiger kommt hier hoch, legt sich hin und Troy kommt und füttert ihn bei Hand. Die Rampe hat ein Geländer, an dem sich Roy festhalten kann. Montecore wird angekettet in der Mitte der Bühne sein. Und wichtig, zwischen ihm und Roy wird es keine Glas- oder anderen Schutzwände geben. Die Begegnung soll feierlich und würdig sein. Dafür sorgt der Mann, mit dem Roy über 50 Jahre gemeinsame Geschichte teilt. Hat Siegfried Angst um Roy? Angst kann man nicht sagen, aber der ersten 5 Minuten wird es ein bisschen eckig werden, you know? Aber wir vertrauen an Manticore und Manticore vertraut an uns. Als Bühne hat Siegfried das Warehouse gewählt. Es ist ihr eigenes Museum in Little Bavaria. Ein Tempel der Erinnerungen an ihre großen Shows. An eine Zeit, als die Welt für die beiden noch heil war. Die Bühne für Roys Begegnung mit Montecore. Eine Hommage an Roys letzte Performance. Das habe ich jetzt hier auch aufgebaut zur Erinnerung an unsere Zeit auf der Bühne. Dann ist es soweit. Auftritt der beiden größten Zauberkünstler unserer Zeit. Auftritt von zwei Freunden, die zusammen einen langen Weg gegangen sind. Okay. Bisschen vorgehen. Alright. Okay. Und Siegfried beginnt mit seiner Inszenierung. Sarmoti. Der Buddha ist eine Anspielung auf Roys Szene in der Show, die sie im Mirage so oft aufführten. Der Mann, der wie kein anderer mit Tieren umgehen konnte, empfindet immer noch eine tiefe Zuneigung zu dem Tiger, der seinem Leben so eine tragische Wendung gab. Ich weiß noch, wo er mal auf der Bühne, auf der Hinterbeine gestanden, seine Pfoten und bei mir auf die Schulter gelegt hat. Ja. Und wir haben getanzt. Da habe ich immer abgeschaltet, weil er immer leiten wollte. Dennoch, jetzt ist Roy geschwächt. Akzeptiert ihn der Tiger noch als dominanten Meister? Hat Roy Horn nicht doch ein wenig Angst vor seinem Tiger? Respekt. Wir müssen alle uns wissen, wie weit wir gehen können. Er weiß, wie weit er mit mir gehen kann. Ich weiß, wie weit er mit ihm gehen kann. Wie schätzt der Experte Roys Vorhaben ein? Es ist einmal in Bezug auf die Verletzungen die Problematik, dass er nicht mehr so agil ist und reagieren kann. Auf der anderen Seite nimmt das Raubtier ihn nicht mehr so als vollwertige Person wahr. Ich persönlich, in seiner Situation, würde so etwas nicht tun. Nächster Schritt. Behutsame Annäherung. Hello, 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 hello. Erste Kontaktaufnahme ist, glaube ich, ganz wichtig für ihn gewesen, dass er das nochmal macht. Du bist ein deutscher Name. Merci. Oh, der Daumen ist weg. Der Daumen ist weg. Roy, der Spaßmacher. Überdeckt er damit seine Angst? Er hat aber auch ein positives Denken. Ne? Der ist sowas von Scherz drum. Und ich glaube, das hat ihm auch viel dabei geholfen, wieder zurückzukommen. Und dann ist es Zeit, das Wagnis einzugehen. Man sagt ja immer, dass Tiger Schwäche eines Menschen oder Angst riechen können und dass diese Menschen dann in einer höheren Gefahrenzone sind.
That's all right. It's okay. Okay. Für uns wäre der Weg über die Rampe hoch ein Kinderspiel. Für Roy ist es ein Kraftakt. Jetzt ist die Tür zu, weißt du. Sie sehen genau, dass er spricht mit dem Tiger und der Tiger auch antwortet. Der spricht zusammen. Der weiß genau, wie Roy ist. Hello, Lolo. Hello, Lolo. Liebe. Wie präsent ist jetzt die Erinnerung an den tragischen Unfall vor 10 Jahren? Es ist sehr emotional. Ich könnte fast weinen, wenn ich sehe das, weil ich weiß genau diesen Kontakt. Ja, gut. Oh, oh. Sie. Oh, oh, gut. Wenn man das sieht, ja, das ist sehr beeindruckend, weil mit einem Sprung von dem Tiger, auch wenn er angekettet ist, könnte er ihn am Arm packen und in Sekunden in den Käfig ziehen. Roy hat es geschafft. Montecor akzeptiert seine Nähe. Wo bist du denn hier? Nein. So. Doch die Begegnung hat Roy erschöpft. Oh. Für den Bruchteil einer Sekunde wird klar, welche Kraft in dieser Raubkatze steckt. Siegfried steht neben ihm, aber seine Augen, sein Körper sind angespannt wie eine Gitarrenseite, also wirklich bis zum Anschlag. Die Gefahr war sehr real. Dennoch, Roy hat sich ein Stück seines alten Lebens zurückerobert. Mit Siegfrieds Hilfe und mit seinem unerschütterlichen Optimismus. Siegfried und Roy. Sie sind in der Tat die Magier des Jahrhunderts. Eigentlich sagt das schon alles. Doch was die beiden so bemerkenswert macht, ist nicht dieser Titel, sondern ihr Weg dahin. Ich bewundere bis heute ihre Disziplin. Sie sind so unglaublich diszipliniert. Und was ich immer an ihnen mochte, sind ihre Tapferkeit und ihr Mut. Mut und eine ordentliche Portion Verrücktheit. Von Anfang an ist es das, was die beiden auszeichnet. Ein Gepard statt eines Kaninchens, ein Tiger auf einer schwebenden Diskokugel, Greifvögel, Elefanten und immer wieder die weißen Raubkatzen. Keine Idee ist den beiden zu gefährlich, keine Idee zu groß. Go for it, lebe deinen Traum, lass dich nicht beirren, das ist dein Ziel, geh nach vorne. Es ist nicht nur eine Traumkarriere, ihre Shows selbst sind wie Träume. Als hätten Siegfried und Roy ihre kühnsten und verrücktesten Fantasien wahrgemacht. Und das nicht nur auf der Bühne. Die sind Figuren ihres eigenen Traums. Auch ihr Zuhause ist eine Art Traumland. Irgendetwas zwischen Neverland und Paradies. Eine Ruhezone für die wenigen Momente abseits des harten Showgeschäfts. Ich finde, die beiden, Siegfried und Roy, sind sehr, sehr bewundernswert. Denn es sind zwei Männer, die getrieben waren von dem unheimlich starken Willen, etwas zu leisten, Leute zu entertainen. Und das haben sie mit einer Konsequenz getan, die bis heute ihresgleichen sucht. Über Jahrzehnte haben sie das Bild von Las Vegas geprägt und sind zum Vorbild für alle nachfolgenden Magier geworden.
Und das war der Nummer 1 Show für 20 Jahre lang. Jeden Person, welche nach Vegas gegangen war, hat gesagt, ich wollte Siegfried und Roy sehen. Ja, erst Siegfried und Roy sehen, dann sterben. Aber das war in Vegas so. Doch was die beiden darüber hinaus auszeichnet, ist noch eine andere Form von Mut und Größe. Es ist das Drama um zwei Weltstars der Magie, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einen Albtraum erleben, der sie förmlich von der Bühne reißt. Es tut mir leid, dass die Siegfried Roy nicht mehr da ist, weil Vegas ist nicht mehr Vegas, wie das war. Das eigentliche Drama liegt in Roys Liebe zu seinen Tieren. Die Raubkatzen haben die Magier berühmt gemacht. Sie sind ihr Markenzeichen. Und darüber hinaus Roys Ein und Alles. Roy ist natürlich auch der Tiermensch. Er kann reden mit Tieren. Er liebt Tiere mehr wie Menschen. Jeder, der Siegfried und Roy in ihrem Domizil besucht hat, erzählt das Gleiche. Roy lebt für und mit seinen Tigern. So nah, als gäbe es eine geheime Verbindung zwischen ihm und den Raubkatzen. Er war ja eins mit seinen Tigern und das haben wir ja auch mit eigenen Augen gesehen. Das war ja schon sehr speziell. Die Aura war zauberhaft, also im wahrsten Sinne des Wortes. Er konnte wieder schwimmen, sprechen. Nur eins blieb ihm unmöglich: seinen geliebten Tigern wieder wie früher nahe zu kommen. Ein Zustand, den Siegfried und Roy für sie typisch beenden wollten. Mit einem Wagnis. Kannst du so? Oh, right, all right. Oh. Vielleicht ist genau das der Unterschied, der die Weltstars Siegfried und Roy und ihre Größe ausmachte. Der Mut, nicht aufzugeben. Der Mut, das Unmögliche zu tun und das auch zu schaffen. Diese beiden auf der Bühne, das war einfach einzigartig. Und deshalb werden wir sie sehr vermissen. Doch traurige Menschen wollten die beiden nicht sehen. Sie wollten Glücksmomente hinterlassen. Und wie ein rührendes Vermächtnis schenkte Siegfried der Welt die schönsten, tröstenden Worte noch selbst. Wenn ich durch mein Fenster schaue, Fenster meines Lebens, dann ist die Erinnerung ganz plötzlich wieder da. Und ich weiß, ich lebte doch keinen Tag vergebens. When tears are